Hallo Freunde der Fotografie, willkommen zum Headquarter, zum Treffen hier. Heute ist mal was ganz Besonderes, es sind kaum Leute da. Wir haben zwei Modelle hier. Uwe ist da, ich bin da, Uli ist da, aber ansonsten keiner. Also von der Seite her sehr ruhig. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein Hintergrundsystem von Kate Backdrops da hinten aufgestellt. Dazu sage ich gleich ein bisschen was. Vor kurzem habe ich mich in der Gruppe Fotografieren für Anfänger angemeldet und habe auch geschrieben, hey, wenn ihr Lust und Laune habt, kommt vorbei. Okay, heute ist keiner vorbeigekommen. Aber es gab da einen Kontakt und zwar eine nette Hundebesitzerin hat mich gefragt, wie sie ihre Bilder verbessern kann mit dem Hintergrundsystem, was sie sich da gekauft hat. Und ich habe die Bilder gesehen, waren gut. Relativ. Man kann es ein bisschen verbessern und das erzähle ich gleich ein bisschen. Und ansonsten machen wir gleich zu wenigen, die hier sind, ein bisschen Shooting mit dem Hintergrund. Wie üblich, bei Bemerkungen bemerken, bei Kommentaren, Kommentaren, Like und Subscribe, ihr kennt das Ganze schon. Machen wir erstmal den Rest. Hintergrundsysteme. Ich habe hier jetzt gerade so einen, habe ich mir preiswert geschossen, so 60 Euro hat das Ding gekostet, 3x3 Meter von Kate Backdrops. Und ich muss sagen, Kate Backdrops, die sind gut. Also das Material ist klasse und auch die Zeichnungen, die da drauf sind, oder die Bilder selber sind sehr gut. Ich habe auch einen relativ preisgünstigen China-Reimport oder sowas. Er ist nicht ganz so gut. Die Bilder von dem Hintergrund von der Hundebesitzerin, ich blende euch gerade ein paar ein. Ich hatte nachgefragt, ob ich das darf. Ihr seht, der Hintergrund ist sehr mit irgendwelchen Falten belegt. Das ist nicht allzu toll. Und der klassische Fehler, der dabei war, war, sie hat ihren Hund ganz nah in den Hintergrund gesetzt. Damit wird der Hintergrund scharf, der Hund wird scharf und man sieht jeden Fehler an dem Hintergrund. Nächster Punkt, sie hat auch noch Lichter von der Seite gesetzt. Das sorgt dafür, dass die Falten im Hintergrund auch noch verstärkt werden. Also egal, was ihr macht bei so einem Hintergrund, der aus Stoff besteht, bitte nicht seitlich beleuchten oder dafür sorgen, dass das Licht nicht seitlich an den Hintergrund kommt. Das richtig, wirklich wichtige Objekt, das filmwichtige Objekt, relativ weit vom Hintergrund weg. Vielleicht auch mit einer relativ offenen Blende fotografieren. Also eher so mit 3,5 oder sowas. Selbst im Studio, das passt besser, weil wenn ihr den Hintergrund nämlich zu scharf habt und dann noch seitlich beleuchtet, dann habt ihr es wie so Arnold Schwarzenegger mit 72. Da sieht man nicht nur jeden Muskel, sondern auch noch ein paar Falten mehr. Das hat man bei so einem Hintergrund auch und das will man an sich nicht. Ne? Also Arnold Schwarzenegger in 72 hinter einem stehen haben, nicht so gut. Jedenfalls für die meisten. Okay, deshalb also ein Stück vom Hintergrund weg, recht offene Blende. Und was ihr jetzt nochmal seht bei dem eingeblendeten Bild, unsere Hundebesitzerin hat ein Ringlicht gehabt. Das hat sie direkt von frontal auf den Hund gerichtet. Damit wird das Ganze sehr flach und nicht ganz so nett. Vielleicht seitlich etwas gerichtet wäre schöner. Und das Licht war auch recht weit von dem Hund entfernt. Und damit auch war das Verhältnis zwischen Licht, Hund, Hund, Hintergrund in dem Fall halt ziemlich nah beisammen. Es ist besser, das Licht ein Stück weiter weg zu haben, dass man halt Licht zum Hund oder zum Objekt, in dem Fall halt auch Model, geht auch, vielleicht so ein Drittel zum Model und dann nach hinten zwei Drittel hat, damit der Hintergrund ein bisschen dunkler wird. Gerade hier so ein schöner Hintergrund, der sollte halt auch ein bisschen absaufen. Apropos Hintergrund, noch das Letzte, bevor wir ein bisschen an das Shooting gehen. Wir haben ja zwei Modelle und einen Gast. Ja, total irre. Spannt das Zeug. Ich habe hier oben einfach so eine Stange durchgezogen. Bei den Kate Backdrops gibt es dann halt irgendwie so eine Lasche, wo man die Stange durchziehen kann. Bei den billigen Japan-Teilen, es ist nicht ganz so toll, da muss man einzeln klemmen. Das sieht nicht so gut aus. Also tatsächlich kommt es mir vor, dass halt Qualität an der Stelle sinnvoller ist. Ja, also oben einmal die Stange durchgezogen und unten habe ich eine Stahlstange drunter gelegt hier. Da ist eine Stahlstange dahinter. Und die habe ich auch an den Seiten noch mit so Klemmen befestigt. Oben sind ja auch die Klemmen. Spannen ist wichtig. Und wenn ihr dann trotzdem noch Falten habt, vielleicht mit der Bügeleisen einmal ein bisschen entlang gehen, Dampfbügeleisen ein bisschen drüber dampfen und gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir shooten ein bisschen. Was anderes haben wir jetzt sowieso nicht mehr zu tun. Nicht direkt auf das Ding richten, sondern zum Model hin. Gritzt da rein und alles ist gut. Und schon ist der Hintergrund dunkel und das Model besser beleuchtet. Viel Spaß! Ich habe unten keinen Boden. Versucht also, wenn es geht, Knie aufwärts oder so.
tut mir doch mal einen Gefallen. Ich lasse ihn mal ein Stück weiter nach vorne. Ja doch, das ist doch super. Das ist genau richtig, das ist passend. Aber die hinteren Blitze sind zu hell. Der von Ihrer Seite rechts, der ist zu hell. Guck mal an der Seite. Nicht so ganz freundlich lächeln. Nicht so ganz freundlich lächeln. Wow, die sehen super aus, die Bilder, aber nicht so, wie du sie haben willst. Ne? Genau, das Kantenlicht kommt super. Das ist auch ein Novum. Zum ersten Mal mehr Modelle als Fotografen. Yeah. Zumal wir haben auch Rollo? Wir haben auch Rollo hier. Und ich denke mir, Rollo schleife ich gleich mal vor die Kamera, weil das kommt richtig gut. Hartes Licht, irgendwie tolles Zeugs da im Hintergrund, bei dem man meinen könnte, Rollo hat das gerade erobert und drumherum liegen halt dann noch die letzten. Nein, das ist jetzt für YouTube nicht so gut. Also Histogramm gucke ich auch so gut wie nie, weil das Histogramm ist ja eigentlich immer nur auf die JPEGs, das geht ja nicht auf die RAWs. Und dementsprechend nützt es dir ja auch nichts, dann siehst du gar nicht, wie das Bild regulär ist, weil du machst meistens halt mit nicht nur 8-Bit, sondern mit 14-Bit die Bilder. Und das JPEG oder das Histogramm zeigt dir halt nur das vom JPEG an. Also hast du viel mehr Belichtungsspielraum, als das Histogramm dir eigentlich anzeigt. Ich könnte dir noch einen Einhänder geben und dann so nackter Oberkörper mit einem Schwert in der Hand. Ich habe ein Wiki-Schwert dabei. Erstmal das raus. Das auch raus. Das raus. Das passt nicht von der Zeit her. Das hier passt von der Zeit. Du gibst mir ja nachher das Bild, ne? Hast du ja gesagt. Mach erstmal das Foto und dann stelle ich das Licht richtig. Du kannst ja mal runter machen. Ich mach mal von oben nach unten. Ja, genau. Da ich jetzt Rollo gleich aufnehmen werde, will ich hartes Licht haben. Habt ihr ja schon beim letzten Mal bei den Videos zu dem Studiotreffen gesehen, wo viel mehr waren. Ich verlinke das gerade hier oben. Da habe ich ja kurz am Ende erklärt, wie man das Ding hier umstellt. Ich stelle es jetzt auf hartes Licht. Für Rollo brauche ich jetzt hartes Licht. Ich setze ein bisschen mehr von der Seite, weil ich halt von der Seite halt mehr Schatten habe. Das, was hier beim Hintergrund, beim Backdrop zu Anfang erklärt worden ist. Okay, jetzt stehen wir wieder im Bild. Ich setze jetzt gerade das Licht auch von der Seite, damit ich halt die Muskeln und alles mehr im Schattenbereich habe. Das macht halt ein männlicheres Bild. Das wollten wir am Hintergrund gerade ja nicht haben. Weil da wollten wir die Schatten nicht haben, deshalb haben wir das von der Seite weggelassen. Aber jetzt will ich Seitenlicht. Also hartes Licht von der Seite, bisschen Kantenlicht und ich will den Hintergrund auch ein bisschen dunkler haben. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Nikon Z7 mit einem 2470-28 oder so. Irgendwie sowas. Komm mal ruhig ein kleines Stück nach vorne. Noch ein Stück. Okay, super. Prima. Ich mache einfach erstmal eine Aufnahme. Ich hätte die ISO nicht auf Automatik stellen sollen und nicht auf 1250. Richtige Kameraeinstellung hilft beim Fotografieren ungemein. Und der Hintergrund ist jetzt auch richtig schön dunkel. Der kommt gut. Aber ich mache jetzt eins. Ich nehme einmal kurz die Blitze, stelle die ein bisschen höher. Ich nehme jetzt so weit wie möglich 70 mm, so weit weg wie geht, damit der Hintergrund ein bisschen komprimiert ist. Auch nochmal Testbuff. Vom Bild her gefällt mir seine rechte Seite recht gut, aber die linke noch nicht so sehr. Deshalb gebe ich dem Hintergrund noch ein bisschen Licht, indem ich das ein bisschen ändere. Ich will ja harte Männer haben. Und trotzdem ein bisschen noch die Hintergründe zeigen. Achtung, buff. Versuch mal trotzdem Spannung ins Kreuz zu bringen, wieder auf dem Ballen zu stehen. Ja, jetzt kommt er so langsam. Man muss ihn nur nerven. Bevor ich dir die Bilder zeige, ja. Kann ich das Schwert haben? Das war jetzt natürlich hammertoll. Rollo ist eigentlich nur die Begleitung gewesen, aber wir haben jetzt ein richtiges geiles Shooting gemacht. Ich finde es klasse. Die Bilder sind toll. Denk dran, Bemerkungen oder so, würde mich freuen. Wir schieben mal noch ein bisschen weiter hier. Das was Uli gerade gemacht hat, will ich nämlich jetzt auch. Dieses Butterfly-Licht. Das ist toll. Kopf ein bisschen gerader. Ja, Nase ein bisschen tiefer. Kopf noch ein bisschen gerader. Nein, du bist so ein bisschen seitlich. So. Genau. Ja, genau, super, sehr gut. Jetzt stell dir vor, du bist eine Grande Dame, sagen wir mal Marlene Dietrich. Wow. Nochmal so Grande Dame. Okay, so, jetzt haben wir ein sehr tolles Bild und jetzt mache ich eins. Jetzt mache ich es weich. Du kannst dich übrigens entspannen. Ach so. Also das hier ist das spektakuläre Licht. Ja. Du hast die weißen Stellen. Reflektor ganz eingefahren und einmal ganz ausgefahren. Okay, genau. Und das macht den gewaltigen Unterschied aus. Auch dieses Treffen ist vorbei. Wir hatten heute tatsächlich wenig Gäste, aber dafür trotzdem viel Spaß. Die ganzen Aufnahmen sind toll geworden. Wir können einfach ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn ihr Lust habt, mal sowas zu machen, kommt einfach vorbei.
Auf Facebook gibt es die Gruppe Die Lichtformer oder Ortwin Schneider Kreative Fotografie. Schreibt da, meldet euch da an. Da kriegt ihr die ganzen Informationen, kriegt die Neuigkeiten mit, bekommt die Pläne mit, was wir machen wollen. Einer der nächsten Termine ist zum Beispiel im Ballroom Blitz Studio in Mülheim. Dort haben wir dann am 18.12. ein Treffen. Ich denke mir, da kommen ein Satz mehr Fotografen. Aber wie gesagt, ihr seid die Wichtigen. Wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen, Kommentare unten schreiben. Ich versuche auch hier, wenn ihr besondere Fragen habt, darauf einzugehen und es euch zu zeigen. Habt ihr gerade gesehen mit der Dame mit dem Hund, wo ich da ein bisschen was erklärt habe. Das Ganze lebt von euch. Subscribed, Daumen hoch und vor allen Dingen kommt vorbei. Und noch viel wichtiger, macht Fotos. Das ist das Beste überhaupt. Na gut, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.